Also mein Name ist Ralf Kreuzer, ich bin Professor für Marketing an der Berlin School of Economics and Law. Ich habe lange Jahre bei Bertelsmann, Volkswagen und dem Deutschen Postkonzern gearbeitet und verbinde jetzt eigentlich seit vielen Jahren Theorie und Praxis, einerseits durch Lehre, andererseits durch Publikationen und das dritte Feld ist der Bereich Marketingberatung, wo ich national, internationale Unternehmen bei der Herausforderung immer bei Herausforderungen im Marketingbereich entsprechend unterstützen und begleiten kann. Also wir sehen, dass der Online-Bereich Unternehmen, ganze Geschäftsmodelle, Marken, aber insbesondere die Kommunikation ganz stark herausfordern. Es ist so, die Unternehmen werden nicht gefragt, ob sie dort Kompetenz haben oder nicht. Die Veränderungen sind da. Nicht umsonst haben wir in dem Kontext den Begriff digitaler Darwinismus geprägt. Das heißt, Unternehmen, die nicht in der Lage sind, sich an diese neue Herausforderung anzupassen, werden vom Markt aussortiert werden. Und eigentlich kann eine Lösung für die Unternehmen nur darin bestehen, rechtzeitig eigene Kompetenz aufzubauen im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich, um die Veränderungen, die da sind, möglichst als Chance begreifen zu können, um dort überzeugende Lösungskonzepte zu präsentieren, die idealerweise die Kunden begeistern. Also mein Verständnis von Wissenschaft ist, dass wir Entwicklungen, Trends als Wissenschaftler kritisch begleiten sollen, die Auswirkungen von Trends erkennen, sie bewerten, aber insbesondere, und das ist auch mein Ansatz, soll Wissenschaft Unternehmen helfen, erfolgreich zu agieren. Es gibt den schönen Satz, nichts nützt der Praxis mehr als eine gute Theorie. Und in dem Sinne geht es um einen Transferprozess von der wissenschaftlichen Erkenntnis, von der Ausleuchtung der Möglichkeiten und auch der Grenzen von neuen Entwicklungen, um Unternehmen möglichst bei der erfolgreichen Bewältigung dieses aus meiner Sicht notwendigen Change-Prozesses, dieses Änderungsprozesses, hilfreiche Unterstützung an die Hand zu geben. Also wir sehen, dass ganz viel Energie in den Märkten auf diese neuen Medien, auf den Online-Bereich, auf den Social-Media-Bereich ausgerichtet werden. Das heißt, hier werden große Budgets verschoben in den Bereich der Online-Medien und dort entsprechend eingesetzt. Von daher ist es nach meinem Verständnis von Wissenschaft unverzichtbar, dass wir diese Veränderungsprozesse analytisch, kritisch, konstruktiv begleiten. Weil wir wollen als Wissenschaftler erkennen, um Goethe zu zitieren, um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, was sind die Wirkungsfaktoren, um dann möglichst erfolgreich in diesen Bereichen auch Lösungskonzepte zu entwickeln, die wiederum den Unternehmen helfen, erfolgreicher im nationalen, im internationalen Markt bestehen zu können.